der Planet hat Homo sapiens, so als wenn die Menschheit die Infektionskrankheit des Planeten wäre. Ja, dann ist natürlich der Genozid das logische Antibiotikum gegen diese Krankheit. Wer also heute noch dem Sozialismus, nachdem er sich als völkermörderischste Ideologie aller Zeiten erwiesen hat, das Wort redet, der weiß entweder nicht, wovon er redet, dann ist er ein nützlicher Idiot, oder er weiß, wovon er redet, dann ist er ein Verbrecher. Wir wollen den Planeten deindustrialisieren, wir wollen jede Industrie auf den Prüfstand stellen und alles, was irgendwie mit dem Klima kollidiert, muss weg. Und das Ergebnis wären 6 Milliarden Hungertote. Das heißt, also der Klimasozialismus, der ist schon in seinen Anfängen, wo er noch gar nicht die Macht ergriffen hat, die mit Abstand genozidalste, übelste, diabolischste und teuflischste Variante aller Sozialismusformen in der Geschichte. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin und hier neben mir sitzt Herr Dr. Markus Krall, der auf der eigentlich Freikonferenz morgen das Schlussreferat, kann man glaube ich so sagen. Schlussreferat hält. Genau. Und das wurde wahrscheinlich nicht zufällig gewählt, dass Sie sozusagen einen wichtigen Block bekommen. Herr Krall. Die Wahl hat ja der andere Lichtschlag getroffen und zu den Motiven kann ich da wenig sagen, aber ich habe so viele exzellente Vorträge heute hier schon gehört, dass ich erstmal froh bin und dankbar, dass ich da auch einen dazu beitragen darf. Das muss jetzt nicht nach Bedeutung sortiert werden. Was ist Ihr großes Thema, über das Sie reden werden? Also morgen, wie letztes Jahr auch schon auf der Lichtschlag-Konferenz, eigentlich nicht die Bankenkrise. Sondern morgen geht es ums Grundsätzlichere. Morgen geht es um die Frage, wie sollte eine verfassungsmäßige Ordnung einer wirklich freien Republik aussehen, die sich der sozialistischen Angriffe auf ihre Freiheit auch nachhaltig erwehren kann. Und da sehen wir, dass aktuell ja unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Beschuss, Belagerung, Attacke ist, wenn man so will. Also sie wird erodiert durch den sozialistischen Angriff an allen Fronten. Und man kann dort sehen, was nicht funktioniert. Und ich werde Vorschläge machen, die auch in einigen Wochen in meinem neuen Buch Die bürgerliche Revolution dann in Buchform erscheinen werden, wie wir unsere Verfassung reformieren sollten oder überhaupt vielleicht sogar eine neue machen sollten. Da haben wir ja auch eigentlich auch Anspruch drauf als Volk. Wie die aussehen sollte und was die wesentlichen Elemente sind, damit wir eine freie Republik errichten können, die eben stärker immun ist gegen die sozialistischen Attacken. Sie sagen sozialistische Attacke, aber Sozialismus, da geht es doch allen gut. Keiner muss sich um nichts Sorgen machen, alle sind sich versorgt, es gibt technischen Fortschritt ohne Ende. Das ist das Versprechen, was der Sozialismus immer geliefert hat. Anstelle dieses Verbrechens war die Hölle auf Erden. Das wird auch diesmal so sein. Der Sozialismus nähert sich von der Substanz, die der Kapitalismus und der Fleiß der Menschen schafft, installiert dann sein System der Ausbeutung, der Machtergreifung, der Umverteilung nicht von oben nach unten, sondern von allen an die herrschende Klasse des Funktionariats, wenn Sie so wollen. Und führt dann die Gesellschaft schrittweise in den Untergang und die Barbarei. Also nichts von all dem, was Sie jetzt da gerade aufgezählt haben an Goodies, kann ich in irgendeinem sozialistischen System erkennen oder finden. Ja gut, das war jetzt die Vergangenheit, aber es könnte doch sein, dass wir jetzt endlich so weit sind, um den wahren Sozialismus zu entdecken und vielleicht mit den richtigen Leuten, vielleicht sowas wie mit David Precht in der Führungselite, dass wir dann wirklich... Naja, für Herrn Precht gilt auch der lateinische Satz, si tacuisses philosophus mansissus. Ja, also wenn der über seine Liebe zu Verboten redet, dann weiß ich ganz genau, dass der neue Sozialismus das gleiche Antlitz hat wie der alte und dass es kein menschliches ist, sondern dass es die Fratze des Bösen. Also der Sozialismus, um da mal überhaupt kein Missverständnis aufkommen zu lassen, hat kein menschliches Gesicht. Er kann sich eine menschliche Maske aufsetzen. Das tut er auch regelmäßig, wenn er versucht, an die Macht zu kommen. Dann setzt er sich eine menschliche Maske auf und erzählt uns, dass das sein wahres Antlitz sei. In Wahrheit ist der Sozialismus ein menschenfeindliches ideologisches Konstrukt, dessen Zielbild mit dem Wohl des Menschen überhaupt nichts zu tun hat. Aber es gibt doch viele Politiker, die jetzt offen für den Sozialismus werben oder Parteien, die das sogar, ich sag jetzt mal, in abgewandelter Form im Namen Ja, wer für den Sozialismus wirbt, ist entweder davon überzeugt und hat es durchschaut, dann ist er ein Verbrecher oder er ist ein nützlicher Idiot. Wieso? Können Sie das weiter ausführen, bitte, Herr Krall, Herr Dr. Krall? Das ist relativ einfach. Der Sozialismus hat in der Vergangenheit, in der Geschichte, sich immer als Zerstörer von Wohlstand
und Wohlfahrt des Volkes erwiesen und der ist in aller Regelmäßigkeit im Völkermord gemündet. Der nationale Sozialismus zum Beispiel? Der nationale Sozialismus wie auch der internationale Sozialismus. Ja, der nationale Sozialismus und der internationale Sozialismus unterscheiden sich vornehmlich in der Frage, wer beraubt und ermordet werden soll, nicht ob beraubt und ermordet werden soll. Beide Konzepte sind im Grunde genommen Zwillingsbrüder, eigentlich siamesische Zwillinge, die viel näher miteinander verwandt sind, als den meisten Menschen klar ist. Das sind beide Sozialismusformen. Und da der Sozialismus in der Vergangenheit ja schon hunderte Millionen Tote gefordert hat, ist nicht damit zu rechnen, dass das in Zukunft anders sein wird. Wer also heute noch dem Sozialismus, nachdem er die sich als völkermörderischste Ideologie aller Zeiten erwiesen hat, das Wort redet, der weiß entweder nicht, wovon er redet, dann ist er ein nützlicher Idiot, oder er weiß, wovon er redet, dann ist er ein Verbrecher. Nur der Volksmund würde doch sagen, jetzt die Nationalsozialisten, sogenannten Nazis, standen doch den Kommunisten komplett gegenüber. Es waren doch zwei Pole sozusagen. Das ist von außen so betrachtet so. Aber die Nationalsozialisten haben im Grunde genommen genauso ein kollektivistisches System installiert, bei dem das Individuum unterdrückt wurde, wie die Sozialisten oder die internationalen Sozialisten. Die haben genauso eine Planwirtschaft errichtet als Kriegswirtschaft, wie die Kommunisten in Russland. Sie haben die Meinungsfreiheit genauso unterdrückt wie die Kommunisten. Sie haben die Demokratie genauso abgeschafft wie die Kommunisten. Sie haben Völkermord betrieben genauso wie die Kommunisten. Da kann man sich dann streiten, wer eine Null mehr umgebracht hat, wie groß die Zahlen im Einzelfall sind. Aber letzten Endes, wahrscheinlich haben die Kommunisten die Nationalsozialisten noch übertroffen, wenn man sich mal anschaut. Also Stalin mit 20 bis 30 Millionen Toten, Mao mit über 50 Millionen Toten. Pol Pot hat es nur deswegen nicht auf die Zahlenordnung gebracht, weil Kambodscha so ein kleines Land war. Ja, mit 2,5 Millionen Toten von damals 6 oder 7 Millionen Bevölkerung. Das heißt also über ein Drittel der Bevölkerung ermordet. So sehen wir, dass das zieht sich durch die Geschichte des Sozialismus durch, von Anfang bis Ende. Also wer da den Schuss noch nicht gehört hat und da noch nicht begriffen hat, was da Sache ist, der tut mir, ich sag mal, intellektuell herzlich leid. Und auch dieser angebliche Antagonismus zwischen nationalem und internationalem Sozialismus, der speiste sich nur aus dem Kampf um die Macht. Stalin und Hitler waren zwei Alpha-Tiere, von denen jeder die absolute Macht wollte und der andere war im Weg. Und deswegen hat sich zwischen diesen beiden dieser Krieg entsponnen. Und letzten Endes waren Deutsche wie Russen in gewisser Weise auch Opfer dieser ganzen Geschichte. Wobei natürlich ich jetzt hier nicht die Verbrechen des Nationalsozialismus und auch dessen, was Deutschland dazu verantworten hat, als Land irgendwie relativieren möchte oder kleinreden möchte, sondern das sind beides im Grunde genommen sozialistische Phänomene gewesen, die den Krieg gebraucht haben, um ihren kollektivistischen Raubzug zu rechtfertigen. Und ist Sozialismus nicht denkbar ohne diese Elemente? Dass man sagt, wir haben jetzt einfach Sozialismus, da geht es um ökologische Verbesserungen, dass der Klimawandel gestoppt wird. Ja, Sie meinen den Sozialismus, der uns Tschernobyl und Bitterfeld beschert hat? Der uns jetzt die jetzigen Politiker, also der neue Klimasozialismus, den meinen Sie? Also ja, warum kann es denn nicht funktionieren? Ja, es ist ja ganz einfach. Also der Klimasozialismus, erstens kann er nicht funktionieren, weil der Sozialismus kein Konzept hat, um Ressourcen an die für Ziele notwendige Stelle zu rücken. Jedes System ist ja nicht nur ein gesellschaftliches System, sondern auch ein wirtschaftliches System. Der Sozialismus ist ein Wirtschaftssystem und der Kapitalismus ist der Gegenpol eines anderen Wirtschaftssystems. Im Kapitalismus ist die Freiheit und die Entscheidung des Einzelnen das, was die Allokation der Ressourcen an ihren Verwendungsort bestimmt. Und im Sozialismus ist der Plan einer Zentralbehörde und weniger Menschen dann das, was die Allokation der Ressourcen bestimmt. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden. Mit Allokation der Ressourcen, könnten Sie das nochmal ausführen? Wie steuert eine Wirtschaft den Einsatz von Ressourcen, von Arbeit, von Kapital, von Energie, von Wissen, von Know-how, von Produktionsmitteln und so weiter? Also wie fließt alles dahin, wo es hinfließt? Es ist ja ein unheimlich komplexes, verflochtenes System, eine Volkswirtschaft. Und in einer Volkswirtschaft muss ja irgendwie entschieden werden, wo Kapital hinfließt, wo investiert wird, wo konsumiert wird, wer sich was kaufen kann, wer sich was nicht kaufen kann. Diese Entscheidung kann zentral oder dezentral getroffen werden. Im Kapitalismus wird sie dezentral getroffen durch die Interaktion freier Menschen im freien Handel und im freien Austausch. Das heißt, sie wird eigentlich gar nicht als Entscheidung getroffen, sondern sie ist das Ergebnis einer Interaktion vieler freier Entscheidungen.
Und in der Planwirtschaft, also im Sozialismus, wird diese Allokation getroffen als Ergebnis einer zentralen Planungsbehörde, bei der einige wenige allen anderen sagen, was besser für sie ist, als wenn sie es frei entscheiden würden. Das ist der wesentliche Unterschied. So, wenn wir also mal das, die Frage des Klimas uns anschauen und fragen, könnte denn der Sozialismus das Klimaproblem besser lösen als der Kapitalismus, dann ist natürlich die erste berechtigte Frage mal, wie hat denn der Sozialismus in der Vergangenheit beim Thema Umweltschutz performt? Und da muss man sich ja im Prinzip nur anschauen, wie es in der wunderbaren DDR aussah nach der Wende, wie groß die Umweltschäden waren, die jetzt 30 Jahre lang beseitigt werden mussten. Da muss man sich eigentlich nur anschauen, welches System hat uns denn Tschernobyl beschert? Ja, also das kann ich nicht erkennen, dass es der Kapitalismus gewesen ist. Und bei Tschernobyl hat man noch Glück gehabt. Also habe ich neulich ein interessantes Dokudrama gesehen, wie viel schlimmer das noch hätte ausgehen können. Das hätte weite Teile Europas unbewohnbar machen können, wenn man nicht in einem ungeheuren Gewaltakt und der Aufopferung von Menschenleben das verhindert hätte. Das war also eine, das ist noch mal knapp vorbei gewesen. Das war der größte denkbare Warnschuss. Also das hat uns der Sozialismus hinterlassen. Und im Ural gibt es auch noch Gebiete, die radioaktiv verseucht sind und die chemische Verseuchung riesiger Gebiete durch die sowjetische Industrie richtet bis heute Schäden an. Also da hat zunächst mal der Sozialismus die weit schlechtere Bilanz. So, und dann ist die zweite Frage, wenn man ein Menschheitsproblem lösen möchte, und das gibt ja der Klimasozialismus vor, lösen zu wollen, und wir unterstellen jetzt einfach mal als Arbeitsannahme, dass es ein Menschheitsproblem wäre. Muss man jetzt, da kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein, ob zum Beispiel das Klima jetzt tatsächlich das Problem darstellt, von dem es behauptet wird, dass es darstellt oder nicht. Aber wir unterstellen es jetzt einfach mal. Dann ist doch die Frage, wie kriegt man das am besten hin? Und wenn man zwei Systeme hat, von denen schon mal, die schon mal vor die Aufgabe beide gestellt worden sind, ein Menschheitsproblem zu lösen, nämlich die Erzeugung von Gütern und die Beseitigung der Armut, die ja noch vor 200 Jahren der Normalfall war weltweit, dann kann man sagen, dass diese beiden Systeme, die da im Wettbewerb lagen, dass diese Menschheitsaufgabe so gelöst worden ist, dass ein System sie für sich entschieden hat und das andere durchgefallen ist. Die Marktwirtschaft und der Kapitalismus haben gesiegt und die Armut beseitigt und den Wohlstand erzeugt. Und der Sozialismus hat versagt. So, jetzt haben wir ein neues Problem. Und dieses neue Problem soll ausgerechnet mit dem Verlierer der letzten Runde gelöst werden. Der Sinn erschließt sich mir nicht. Also ich kann nicht begreifen, warum wir auf den Verlierer setzen sollten, wo wir doch einen Champion haben, der unser letztes großes Problem gelöst hat. Ja, gute Frage. Ja. Gut nachvollziehbar. Mal abgesehen davon, dass die Rezepte, die da angeboten werden, natürlich absoluter Irrsinn sind. Also CO2-Steuer zum Beispiel. Also oder? Ja, nicht nur die Frage der Besteuerung und so weiter. Da kann man jetzt noch unterschiedlichster Meinung über Einzelmaßnahmen sein. Aber allein das Deindustrialisierungsprogramm, das uns die Klimafuzis auferlegen wollen, angeblich, weil das fürs Klima notwendig sei. Wenn man die Welt diesem Deindustrialisierungsprogramm unterziehen würde, wie es denen vorschwebt, was natürlich auch sowieso nie passieren wird, weil kein anderes Land so dämlich ist wie die deutsche Politik zurzeit, das wird einfach nicht passieren, aber wenn wir es mal unterstellen, dass das ein Programm wäre, das sich weltweit durchsetzte, dann würden wir die Welt also deindustrialisieren. Und ohne Industrie und industrielle Landwirtschaft haben wir hier eine Landwirtschaft auf dem Planeten, die maximal 2 Milliarden Menschen ernähren kann. Wir sind aber 8 Milliarden. Das heißt, also dieses Programm verurteilt 6 Milliarden Menschen zum Hungertod. Und zwar ohne jede Frage. Also das Programm, so wie es jetzt dargestellt ist, ist schon in sich genozidal. Das heißt also, das ist implizit die Message, wir wollen den Planeten deindustrialisieren, wir wollen jede Industrie auf den Prüfstand stellen und alles, was irgendwie mit dem Klima kollidiert, muss weg. Und das Ergebnis wären 6 Milliarden Hungertote. Das heißt, also der Klimasozialismus, der ist schon in seinen Anfängen, wo er noch gar nicht die Macht ergriffen hat, die mit Abstand genozidalste, übelste, diabolischste und teuflischste Variante aller Sozialismusformen in der Geschichte. Nämlich der sagt, ja, da sind wir halt 6 Milliarden zu viel. Das ist dann letzten Endes das, was sie tun. Und was ist der Ausfluss von solchem Irrsinn? Der Ausfluss von solchem Irrsinn ist dann, wenn sich Menschen wie dieser schwedische Professor da hinstellen, sagen, ja, der Kannibalismus sei die Lösung des Klimaproblems, und zwar ohne, dass er das als Scherz gemeint hätte, und ihm niemand aus dieser Klimabewegung ins Wort fällt und sagt, hast du noch alle Ratten im Rennen?
oder wenn auf irgendeiner Veranstaltung der Demokratischen Partei in Nordamerika sich eine verrückte, durchgeknallte Aktivistin hinstellt und was von Babys aufessen erzählt, da muss man sich doch fragen, wie krank sind solche Hirne? Dann hieß es später, sie sei eine Provokateurin gewesen. Aber die anwesende demokratische Kongressabgeordnete hat sie nicht aus dem Saal geworfen, als sie diesen Müll von sich gegeben hat, egal ob sie es so gemeint hat oder eine Provokateurin war. Ja, also diese Idee und auch die Sprüche, die da geklopft werden, der Planet hat Homo sapiens, ist der Kampfruf einiger dieser Strömungen. Der Planet hat Homo sapiens, so als wenn die Menschheit die Infektionskrankheit des Planeten wäre. Ja, dann ist natürlich der Genozid das logische Antibiotikum gegen diese Krankheit. Also über die Menschenfeindlichkeit des Klimasozialismus mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Der Klimasozialismus ist menschenfeindlich und gegen die Menschen gerichtet. Führt nicht dazu, dass wir alle im Einklang mit der Umwelt und der Natur überhaupt und nicht. Uns selber was harmonisch zurückbleiben wird, ist eine wahrscheinlich in Verteilungskämpfen und Kriegen ausgezehrte, ausgemergelte Ökologie, in der die Menschheit nicht überleben kann. Und das ist letzten Endes auch immer schon das Ziel des Sozialismus gewesen. Ich habe letztes Jahr an diesem Ort hier ein Interview gegeben zu dem Vortrag, den ich letztes Jahr hier gehalten habe, über Igor Schafarewitsch, der aus einer Vielzahl von Quellen gezeigt hat, dass der Genozid und die Vernichtung der Menschheit schon immer die eigentlichen Ziele des Sozialismus waren. Der Sozialismus hat mit Menschenfreundlichkeit nichts zu tun. Er ist ein menschenfeindliches ideologisches Konstrukt, und eigentlich die Antithese des Menschlichen. Nur warum ist man so anfällig dafür? Wieso war jeder mit, ich sag mal, 20 Mal Linkswähler und für Sozialismus? Ja, weil der Markt der Ideen ist auch ein Markt. Also der Sozialismus ist eine Idee und der betätigt sich auf dem Marktplatz der Ideen, wie andere Ideen auch, wie der Kapitalismus und so weiter. Wenn Sie sich in einem Markt bewegen, dann gilt eigentlich eine sehr simple Grundregel. Wenn Sie ein gutes Produkt haben, das verkauft sich von alleine. Wenn Sie ein schlechtes Produkt haben, dann muss Ihr Marketing umso besser sein. Und deswegen sind die Sozialisten so gute Marketing- und Propagandamenschen. Weil sie wissen, dass ihr Produkt das grottenschlechteste Konzept aller Zeiten ist, setzen sie ganz und gar auf Propaganda, Indoktrination und Marketing. Und da sind sie wirklich die Besten drin. Das haben Sie da ein konkretes Beispiel? Ja, das sehen wir jetzt gerade wieder. Das erleben wir ja gerade live und in Farbe. Sie usurpieren die Medien, sie zentralisieren und homogenisieren den Informationsstrom, den wir bekommen. Das tun sie teilweise mit, ich sag mal, sehr fragwürdigen Methoden. In der Regel durch Einsatz von Macht, ja, durch Vermachtung der Medienlandschaft, durch Verstaatlichung von Medien, durch das Aufblasen eines staatlichen Medienapparates und durch das Konzept der Umverteilung, bei der nicht die Umverteilung das Ziel ist, sondern das Umverteilen das Ziel ist. Was bedeutet das? Es wird immer nach irgendwelchen scheinbaren, vermeintlichen Ungerechtigkeiten gesucht, die angeblich der Kapitalismus, der Markt oder sonst wer erzeugt hat. Dann wird nach Abhilfe gerufen. Diese Abhilfe besteht immer und überall im Umverteilen von Geld von A nach B. Ganz egal, in welche Richtung das fließt, von A nach B. Wenn ein Kapitalstrom, Geldstrom dieser Art in Gang gesetzt wird, der nicht marktlich ist, sondern administrativ-bürokratisch, dann bedeutet das, dass Bürokraten damit beschäftigt sein werden, ihn zu tätigen. Und an diesem Ufer dieses Stroms sitzen sie dann und halten ihre Löffel rein, ja, und schöpfen da den Rahmen ab und finanzieren auf diese Weise ihr ständig wachsendes mediales und Marketing- und Propaganda-Imperium. Ständig wachsend. Verwaltung wächst ständig, kennt nur eine Richtung, die Ausdehnung. Ist das auch der Grund, warum wir ein Wirtschaftswachstum brauchen? Gäbe es in der Marktwirtschaft auch diesen Zwang, also Kapitalismus, Marktwirtschaft, gäbe es da den Zwang zum ständigen mehr Zahlen, mehr also immer größer werden, wie wir jetzt haben? Also es gibt unterschiedliche Arten des Wachstumszwangs oder der Wachstumsintensivierung. Die Bürokratie muss wachsen, weil sie sonst den wachsenden Verteilungskampf quasi, den sie selbst befeuert hat, nicht mehr befriedigen kann und die Unzufriedenheit die Herrschenden dann hinwegfegt. Und deswegen wächst die Bürokratie so lange, bis sie alle Ressourcen usurpiert hat und die Produktivität der Volkswirtschaft dann natürlich in den Sinkflug und dann in den Sturzflug übergeht. Wie so ein Efeu, der sich an einer Eiche hochrangelt und die dann erstickt. Letzten Endes, ja, das ist ein Parasit, der seinen eigenen Wirt umbringt. Ja, das ist der Sozialismus. Das Wachstum der Wirtschaft im Kapitalismus ist vollkommen anderer Natur. Vollkommen anderer Natur. Das Wachstum der Wirtschaft im Kapitalismus ist das Ergebnis einer sich immer weiter verästelnden Arbeitsteilung und eines Fortschritts von Wissen. Und hat auch letzten Endes, auch wenn es zeitweise so scheint,
wenn der Kapitalismus neue Ressourcen erschließt, wie beispielsweise die Revolution durch Kohle oder dann später durch Öl und dann durch Atomkraft, dann scheint es so, als würde der Kapitalismus an ein Wachstum des Ressourcenverbrauchs gebunden sein. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Das Einzige, woran das Wirtschaftswachstum im Kapitalismus gebunden ist, ist das Wachstum unseres Wissens. Das heißt dann immer, ja, wir können nicht unendlich wachsen, weil der Planet begrenzt sei. Aber das Wirtschaftswachstum ist auch gar nicht davon abhängig, dass der Planet begrenzt ist. Nehmen Sie als Beispiel die Computerindustrie. In den 60er Jahren hat man Computer noch mit Einheiten gebaut, die waren fürs menschliche Auge noch gut sichtbar. In den 50ern sowieso. Also die allerersten Computer in den 40er Jahren, da hat man noch Röhren und Relais benutzt. Das heißt also, eine Schalteinheit war so groß, ja, mehrere Zentimeter. Und so eine Röhre, die man benutzt hat in den 50er und frühen 60er Jahren, die waren auch ursprünglich mal so, und dann später hat man die so auf 1,5 Zentimeter verkleinern können. Wenn Sie die Rechenleistung, die wir heute zur Verfügung haben, mit dieser Technologie hätten abbilden wollen, dann bezweifle ich, dass der Computer kleiner wäre als das Sonnensystem. Ja? Also ein Smartphone würde jetzt das Sonnensystem einnehmen, einfach um die Das weiß ich nicht, aber die Rechenleistung, die wir haben, besteht ja nicht aus einem Smartphone. Wir haben ja mittlerweile Milliarden von den Dingern. Ja? Und ein Smartphone hat mehr Rechenleistung zur Verfügung und viel mehr Rechenleistung, also um viele Zehnerpotenzen mehr Rechenleistung zur Verfügung, als die NASA in den 60er Jahren für den Mondflug zur Verfügung hatte. Ja, das heißt also, wir haben die Rechenleistung um den Faktor 10 hoch x vergrößert, aber niemand sieht was davon. Also der Platzverbrauch ist praktisch vollkommen insignifikant, aber mit der Technologie der 50er und 60er Jahre werden wir alle schon in Relais und Röhren erstickt. Das heißt, dieses Wachstum ist deswegen so möglich gewesen, weil das menschliche Wissen gewachsen ist. Und so ist es eigentlich mit allen Dingen. Das ist nur ein besonders gutes Beispiel. Also Wachstum wäre auch, dass man seine Arbeitszeit reduziert, das Gleiche schafft und nicht mehr 8 Stunden braucht, sondern meinetwegen nur noch 3 Stunden am Tag. Das ist ein Produktivitätswachstum, das ermöglicht. Dann ist die Frage, wenn ich Produktivitätswachstum habe, investiere ich das in mehr Freizeit oder in mehr Güter? Das ist eine Entscheidung, die das Individuum für sich trifft. Sie sind ein sehr positiver Mensch, Herr Dr. Krall. Ich erwarte auch von eurem Vortrag morgen, dass Sie da nicht schwarz malen und sagen, so jetzt ist die Welt zu Ende, sondern dass Sie Lösungen anbieten. Also die Welt ist überhaupt nicht zu Ende. Und die Menschen stellen mir immer wegen meiner Prognose, dass das Finanzsystem crasht, was ich immer noch absolut für unvermeidlich halte, dass ich ein Pessimist sei. Ganz das Gegenteil ist wahr. Man muss ja sehen, dass der gesellschaftliche Zustand eines Landes und eines Volkes ist immer die Folge des Geisteszustand eines Landes und eines Volkes. Und der Geisteszustand unseres Landes, den kann man mit geisteskrank bezeichnen. Das ist an allen Fronten eigentlich so. Das ist in der Politik so, das betrifft alle wesentlichen Eliten, das betrifft große Unternehmen, das betrifft die Politik, die Bürokratie, das betrifft unseren Sicherheitsapparat, das betrifft auch die Kirchen, das betrifft die Medien, das betrifft das Bildungssystem. Also wir haben eigentlich Deutschland speziell, wir geben uns einer speziellen Form der Geisteskrankheit hin, die irgendwie uns eingeredet hat, wir könnten auf die Logik verzichten. Also wir könnten irgendwie alles fordern, verlangen für gut oder begehrenswert oder richtig erklären, was irgendwie als moralisch uns eingeredet wird. Und das ginge dann auch alles, ohne dass wir darüber reflektieren, was denn das bedeutet in seiner Konsequenz. Und das ist eine spezielle Form der Geisteskrankheit. Gibt es eine Heilung für die Geisteskrankheit? Genau, die Heilung dieser Geisteskrankheit, jede Krankheitsheilung bedarf einer Krise, einer Katharsis. Das haben schon die Griechen erkannt, deswegen ist Katharsis ist ein wunderbares griechisches Wort. Ja, ich liebe ja die griechische Kultur sowieso und das Land auch. Also Katharsis ist ein Element, das ist notwendig. Und zwar deswegen, weil die Katharsis ist die Demonstration des Irrtums, dem eine Gesellschaft verfallen ist. Also erst eine Gesellschaft muss ihren Irrtum einsehen, um einen neuen Weg zu finden. Aber diese Gesellschaft wird ihren Irrtum nicht einsehen, solange sie nicht auf eine Krise trifft. Die Krise erklärt den Menschen, dass sie auf dem Holzweg waren. Gestern in einem Vortrag, ich glaube, vom Herrn Broder gehört, der gesagt hat, erst müssen die Füße kalt werden und es muss zwicken oder sonst was, ja, bevor die Leute sich klar werden, dass irgendwie was nicht stimmig ist. Ja. Also ohne dass es weh tut, wird nicht gelernt. Ja, weil Lernen ein Ergebnis von Versuch und Irrtum ist.
Und deswegen ist diese Finanzkrise, die wir da erleben werden, ja, die wird schmerzhaft, aber die wird nicht das Ende der Welt sein. Sie wird uns dann vor die Wahl stellen. Freiheit oder Sozialismus? Kann natürlich passieren, dass dann die Blödheit groß genug ist, dass die Leute den sozialistischen Ratenfängern nachrennen. Das haben die Deutschen ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, muss man ja sagen. Das haben sie 1933 gemacht, das haben sie dann in der DDR haben sie es auch dann hingekriegt, wobei da war ja Gewalt notwendig, da haben sie es ja nicht freiwillig gemacht. Ja. Die Deutschen sind jetzt nicht diejenigen, die immer sich dann in der Krise fürs Richtige entscheiden. Ich habe aber die Hoffnung, dass unsere Aufklärungsarbeit und die aus ihrer Schale ausbrechenden und aufbrechenden Libertären, dass wir genug sein werden und viele sein werden, die den Deutschen dann sagen, da gibt es eine andere Hoffnung. Diese Hoffnung ist nicht der leichte Weg, nicht der breite Weg, der zum Verderben führt, der schon in der Bibel beschrieben ist. Dieser Weg ist steil und steinig, aber er führt auf den Gipfel und nicht ins Tal. Und dieser Weg heißt Freiheit. Freiheit, Marktwirtschaft, Eigenverantwortung, Fleiß, die Tugenden der Marktwirtschaft. Und wenn wir es schaffen, diese Krise dafür zu nutzen, den Menschen das wieder zu verdeutlichen und auf den Trümmern dieses gescheiterten Parteienstaates ein neues Gemeinwesen zu errichten, dann haben wir die absolut besten Zeiten vor uns, die wir uns auch nur vorstellen können. Sie machen einen Mut, Herr Dr. Krall, das weiß ich sehr zu schätzen. Haben Sie noch eine wichtige Botschaft, vielleicht ein Schlusswort an die Zuschauer von Große Freiheit TV, was Sie uns noch mitgeben können? Vielleicht, was können wir selber machen? Ja, das habe ich. Es gibt eine Organisation, die habe ich gemeinsam mit anderen Frankfurter Geschäftsleuten ins Leben gerufen. Wir sind jetzt schon mehrere hundert Menschen in ganz Deutschland. Wir müssen aber mehrere Zehntausend sein. Und Sie finden uns im Internet auf www.atlas-initiative.de. Treten Sie dabei, machen Sie mit, lassen Sie uns nicht allein, denn wir brauchen Sie alle, die sich für die Freiheit einsetzen, um eine freie Republik auf diesem Grunde zu errichten. Und wir können jede helfende Hand gebrauchen, wir können jeden Euro gebrauchen wir sind sicher, dass wir es schaffen können, wenn wir uns rechtzeitig organisieren, damit wir diese Krise dafür nutzen können, diesem Land eine Zukunft zu geben in Freiheit und Frieden und Wohlstand. atlas-initiative.de. Ganz genau. Herr Dr. Krall, es war ein großes Vergnügen, sehr bereichert mit Ihnen hier zu sprechen. Vielen Dank für die Gelegenheit. Und auch den Zuschauern da draußen wird es gefallen haben. Wir werden es an den Likes sehen, an den zusätzlichen Abos und auch an den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, liebe Freiheitsfreunde, nach dem Ende dieses Interviews sind wir noch auf den Gedanken gekommen, dass es vielleicht gar keine so schlechte Idee wäre, doch nochmal ein, zwei Sätze und auch zur Atlas-Initiative zu sagen und auch darauf hinzuweisen, wie man da überhaupt reinkommt und was man dafür tun muss. Also, Sie gehen auf www.atlas-initiative.de, das sehen Sie hier, und dort klicken Sie dann an auf eine Stelle, da gibt's, jetzt muss ich mal schauen, jetzt habe ich natürlich meine Brille nicht auf. Dann gehen Sie dann rein und dann bekommen Sie oben ein Menü. Und auf diesem Menü finden Sie einen Menüpunkt, der heißt Mitgliedschaft. Auf den klicken Sie und dann werden Sie runtergeleitet an die Stelle, an der Sie unsere Satzung wie auch den Mitgliedsantrag herunterladen können. Den drucken Sie dann bitte aus und schicken ihn ausgefüllt zu uns. Da sind einige Fragen drauf zu Beruf und Wohnort und so weiter. Und das müssen wir auch machen, weil wir natürlich alle, die da mitmachen, irgendwie auch organisieren wollen. Das heißt, wir wollen Ihnen auch Vorschläge machen, wie Sie sich einbringen können. Und es gibt eine Beitrittserklärung, die man unterschreiben muss. Das sind zwei Dinge, auf die sich hinzuweisen lohnt. Das eine ist, ja, es kostet was, und zwar deswegen, weil die Organisation dieser ganzen Sache natürlich leider auch was kostet. Das sind 100 Euro im Jahr. Aber wir werden natürlich geprüft vom Finanzamt, weil wir eine Gemeinnützigkeitsanerkennung haben. Also das ist jetzt nicht Aktion Zaster für meine Laster, sondern das ist Aktion Freiheit für dieses Land. Und ich glaube, dass es sich auch insofern lohnt. Und das zweite ist, dass man unterschreiben muss, dass man für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Und zwar ohne Wenn und Aber. Das dient vor allen Dingen natürlich dem Umstand, dass wir niemanden aufnehmen wollen, der nicht für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt, der sie ablehnt, der sie bekämpft. Solche Leute wollen wir natürlich nicht in unserer Mitte haben, sondern wir wollen diejenigen in unserer Mitte haben, die sich um dieses Land und seine Zukunft sorgen und um die freiheitliche Ordnung bemüht sind und auch für sie eintreten wollen. Das ist uns extrem wichtig, denn das ist ja der eigentliche Zweck dieser Veranstaltung. Ja, dann wünsche ich Ihnen und uns allen gutes Gelingen hier mit dem Beitrittsantrag und den schicken Sie uns dann
Und dann bekommen Sie auch relativ schnell von uns entsprechend per E-Mail Bescheid und auch weitere Informationen. Denn wir gründen jetzt auch in den nächsten Wochen in ganz Deutschland lokale Organisationen, sodass sie sich auch lokal, regional organisieren können und sich einbringen können. Vielen Dank.